Kerstin Ott hat ihre Auftrittsangst eigentlich unter Kontrolle. Nach der Corona-Pause ist das Lampenfieber aber wieder größer geworden. Kerstin Ott, 40, hat in der vergangenen Woche die Deluxe-Version ihres Erfolgsalbums Nachts sind alle Katzen grau veröffentlicht. Nach den langen Corona-Lockdowns warten nun wieder die großen Bühnen auf die Sängerin. Die immer Lacht-Interpretin leidet unter Auftrittsangst, mit der sie mittlerweile eigentlich relativ entspannt umgeht, wie sie im Interview mit Spot on News erzählt. Durch die Corona-Pause sei das Lampenfieber allerdings wieder größer geworden. Außerdem verrät die 40-Jährige, warum sie immer anfangen muss zu lachen, wenn es um Let's Dance geht, und was sie ihrer Teilnahme an der Show 2019 zu verdanken hat. Bald stehen wieder große Konzerte an. Sie leiden unter Auftrittsangst. Haben Sie ein Ritual, um sie jedes Mal zu überwinden? Kerstin Ott. Mittlerweile habe ich Gott sei Dank Erfahrungen gesammelt und weiß, wie ich mit diesem Druck vor einem Auftritt umgehen kann. Es hat ein paar 100 Auftritte gebraucht, bis es so weit war. Aber das Schöne ist ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Wenn ich mich vor einem Auftritt gut vorbereitet und eingesungen habe und dann die letzten 5 Minuten, bevor es losgeht, tatsächlich ganz in Ruhe bin und nicht mehr von allen Seiten vollgequatscht werde, bin ich mittlerweile relativ entspannt. In der Corona-Pandemie hatten sie weniger Auftritte als gewöhnlich. Wird es für sie eine Überwindung sein, jetzt wieder öfter auf der großen Bühne zu stehen? Ott, ja, das kann ich ganz klar merken. Auf jeden Fall ist das Lampenfieber jetzt wieder größer. Das liegt aber auch daran, dass das Alltägliche gefehlt hat und der Rhythmus, den man vorher hatte. Den muss ich erst mal wieder langsam erarbeiten. Aber ich glaube, das kennt jeder. Wenn man etwas vorher fast jeden Tag gemacht hat und dann für 2 Jahre fast komplett pausiert hat, dann muss man sich wieder langsam herantasten. Wofür haben Sie sich in der Pandemiezeit genommen, für das Sie sonst keine hatten? Ott. Ich habe erst mal sehr genossen.